Da sind Teebeutel drin. Ein Schickimicki-Getränk. Ich hätte ihn lieber mit Füßen getreten, aber jetzt habe ich ihn in der Hand. Es riecht nach Schießpulver. Dan Murray, 7 Jahre alt. Bill Tuxens Waffenkammer. Bill Tuxen, Pfeifenraucher. Mein Freund Sunny lenkt Bill ab, ich entleere den Teebeutel und fülle ihn mit Schießpulver. Ergebnis: Dan und Sonny 3 Wochen Strafe. Bill Tuxen 4 Wochen Krankenhaus. Aber heute ist keine Pfeife im Spiel. Versuchen wir es. Ich hoffe, ich habe meine Lektion gelernt. Als ich Bill Tuxens Pfeife mit Schießpulver füllte, war das Ergebnis verheerend. Eine sehr einfallsreiche Tarnung, um den Zugang zu einem Labor zu verbergen. Willy mag alles Mögliche sein, aber er macht keine halben Sachen. Bingo, da ist Willy und guckt sich einen Film an, den Eli Edmund, na, dieser blau angemalte Typ ihm vorführt. Obwohl, es ist weniger ein Film als ein Interview. Protagonisten, ein dunkelhaariges Mannsweib, ein schmieriger, dicker Typ und Liz Allaire. Zur Sache. Aber da ist ja mein Freund Murray. Halt die Vorführung an, Kardianowski. Zu Ihren Diensten, Herr FitzRandolph. Hat Celsius dich schon gehen lassen? Wie fühlst du dich? Besser als du dich. Sicher? Aber klar doch. FitzRandolph ist toll. Das war besser. Ich freue mich, dich auf meiner Seite zu haben. Schön für dich. FitzRandolph liebt uns alle. Was für ein Typ. Bleibt trotz aller Veränderungen immer derselbe. Arbeitest du? Ich überprüfe gerade eine kleine Botschaft, die wir vor kurzem abgedreht haben. Sobald ich damit fertig bin, schaue ich mal in Celsius Labor nach, wie es da unten läuft. Warte dort auf mich, ja? FitzRandolph liebt uns alle. Was für ein Typ. Mach weiter, Kardianowski. Ja, Sir. Oh, eine Sahneschnitte. Dan Murray, übernehmen Sie. Meine Schöne, ich bin Dan Murray und du bist? Hau ab, du Idiot. Weißt du nicht, wer ich bin? Keine Ahnung. Ich bin Eva Morte, die Queen of Scream. Und das ist der Herr der Nacht. Die meistgehassten Schauspieler von allen, die ein Quäntchen ethischen Sinn haben. Schön für euch. Mein Lieber, dieser Ahnungslose weiß nicht, wer wir sind. Ich bin müde. Bring du ihn um. Würde ich gerne. Aber du hast ja gehört, was FitzRandolph gesagt hat. Ab jetzt müssen wir uns gut benehmen. FitzRandolph ist toll. FitzRandolph liebt uns alle. Bilde ich mir das nur ein oder seid ihr Sadisten? Ich liebe Kätzchen. Und ich Vögelchen. Faszinierend. Kleine Kätzchen knacken echt gut. Vögelchen noch besser. Dicker. Sau. Grufti. Luder. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Faszinierend. Zwei Dinge, die euch beiden gefallen. Los. Das Weinen eines Kindes. Beerdigungen. Warum will FitzRandolph, dass ihr euch gut benehmt? Weil wir seine Galionsfiguren sind, du Idiot. Seine Galionsfiguren, Blödmann. Galionsfiguren? Wofür? Für etwas, das wir dir nicht verraten dürfen. Keine Befugnis. Wenn wir es täten, müssten wir dich umbringen. Aber das dürfen wir auch nicht. Verstehe. Klassische Zwickmühle. Was macht ihr hier?
Wir warten darauf, dass Fitz Randolph uns erlaubt zu gehen. Wir warten, Blödmann! Ich geh dann mal. Idiot. Blödmann. Da liegt was drauf. Ein Buchstabe und drei Zahlen. Könnte alles Mögliche bedeuten. Wem mag die gehören? Mal sehen, wem sie gehört. Rätsel gelöst. Liz Allaires Presseausweis. Da bleibt er auch schön liegen. Aber das hier macht mich neugierig. Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Und Celsius Unterschrift. Dieses Schwein will bei Liz landen. Na, der wird was erleben. Obwohl, was geht mich das an? Die Irre interessiert mich nicht die Bohne. Ich schaue mal, was da noch drin ist. Und so endete alles für Dan Murray. Er fand die Eintrittskarten, die er sich so sehnsüchtig wünschte. Dann ging er nach Hause und machte ein Nickerchen auf dem Sofa. Dabei zählte er die Minuten bis Freitagabend. Aber wem wollen wir eigentlich etwas vormachen? Wir wissen alle, dass Dan nur wegen der Eintrittskarten da war. Oder was soll's? Endlich habe ich, was ich mir wünsche. Ich könnte sofort weggehen. Aber was würde diese Bande von Unfähigen, die ich im Labor habe, ohne mich machen? Also, bringen wir es zu Ende. Mach mal Pause, Katjanowski. Was ist, Murray? Geh nicht ins Labor. Celsius und ich brauchen etwas Intimsphäre, verstehst du? Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Der deine, Barry Celsius. Was für ein Typ. Lieber Freund Murray, du bist ja die reinste Wundertüte. Wenn du wüsstest. Und auch Celsius. Wer hätte das gedacht? Na, dann lass ich euch doch im Labor in Ruhe. Zufrieden? Und wie? Ich hoffe, Willy hält den Mund. Die Lüge kann meinen Ruf ruinieren, sorgte sich Dan. Da würden eine Menge Mädchen aus allen Wolken fallen. Aber was soll's. Dafür habe ich die Eintrittskarten und Willys Wort, dass er nicht ins Labor geht. Mach weiter, Katjanowski. Ja, Sir. Ich gebe die vier Zahlen vom Blatt ein und... Fahrstuhl 0, Murray 4. Großartig von Murray. Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Oh, aber klar doch. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Unter den Komponenten finde ich mit Sicherheit etwas, das einem Chip ähnlich ist. Sobald ich fertig bin, nehme ich ihn auseinander. Kannst du das gebrauchen, alter Brummer? Ha, keine Frage. Das da in der Mitte ist einer der kleinen Kristalle, mit denen Celsius die Chips mit Energie lädt. Murray, hiermit habe ich alles, was ich brauche, um einen sicheren Chipzieher anzufertigen. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue ihn in kürzester Zeit zusammen. Danke für die Komponenten, Murray, sagte Fly. Lass mich eine Weile damit arbeiten und ich baue in kürzester Zeit einen niegelnagelneuen Chipzieher zusammen. Hallo, du Irre. Vielen Dank für die Eintrittskarten. Ich hab gedacht, du brauchst sie überhaupt nicht. Irgendwie ist Boxen ja nicht so dein Sport. Na, was soll's. Entspann dich. Du musst stark sein, Liz. Sehr stark. Wie ein Fels.
Dan, sehr stark. Liz, Gefährtin von Dan. Liz, sehr stark. Liz, kaputt machen. Endlich! Jetzt kann ich mich mit mir unterhalten. Ich muss mit mir mal Tacheles reden. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ach, ja. Ah. Und dir? Ach ja. Das ist gut. Ja, doch. Fitz Randolph ist toll. Was? Fitz Randolph liebt uns alle. Das Wort toll benutze ich nie. Die Zeit der Veränderungen ist gekommen. Veränderungen, um toll zu sagen? Veränderungen, damit Fitz Randolph das erste Monster im Kongress wird. Liz wurde klar, wenn sie wieder sie selbst sein wollte, musste sie ihr anderes Ich von Fitz Randolphs Joch befreien. Hallo. Hallo. Hast du Nagellack in Neonblau? Nein. Obwohl ich gern welchen hätte. Seit gestern Nachmittag habe ich solche Lust, mir die Nägel neonblau zu lackieren. Ich auch. Seit ich vom Zeppelin geflohen bin. Geht mir auch so. Erstaunlich, wie ähnlich wir uns sind, Liz. Weißt du, woher ich weiß, dass du nicht ich bist? Aber Liz, ich bin du. Wegen der Schminke. Ich würde mich nie so anmalen. Ach, damit habe ich nichts zu tun. Die Chefin der Make-up-Abteilung hat gemeint, das sind die richtigen Farben. Meine Güte. Die stehen dir überhaupt nicht. Fitz Randolph liebt uns alle. So schlimm? So sehr, dass ich mich meinetwegen schäme. Bin sofort wieder da. Nora, bist du da? Oh, wie ärgerlich. Was ist los? Die Make-up-Chefin ist nicht da. Und sie hat all ihre Utensilien mitgenommen. Ach, wie ärgerlich. Meine Worte. Fitz Randolph ist toll. Ich muss dir ein paar Kleinigkeiten über Fitz Randolph erzählen. Fitz Randolph hat dir eine Gehirnwäsche verpasst. Und ich bin ihm dafür dankbar. Sowas muss man sauber halten. Fitz Randolph ist toll. Du bist vom Zeppelin geflohen. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Ich hatte mich geirrt. Fitz Randolph liebt uns alle. Er ist ein Freund von Dan Murray, dem Idioten. Nein, von dem Idioten? Ja, Liz, von dem Idioten. Das kann nicht sein. Ich glaube dir nicht, Liz. Lassen wir das Thema Fitz Randolph. Ich werde immer dabei bleiben. Fitz Randolph ist toll. Bis dann, Liz. Bis dann, Liz. Mal sehen. Ein Kabelbinder. Und ein Magnet. Pro, besser die zwei Dinge zu haben, als sie nicht zu haben. Contra, und wozu will ich sie haben? Hallo. Hallo. Kann es sein, dass die Frau mit der Schminke wieder da ist? Warte hier auf mich.